Bereits Mitte Oktober, ich begrüße Sie zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Nach dieser turbulenten Woche fragt man sich, wo bleibt denn das goldene Oktoberwetter? Das haben wir ja bisher immer nur so mal in kurzen Etappen genießen können. Wir schauen jetzt mal, wie die Wetteraussichten für die nächsten Tage und auch für das nächste Wochenende aussehen. Und das sieht sogar ganz gut aus, zumindest auch ein paar goldene Oktoberstunden mit dabei im Verlauf der Woche. Nach einem teilweise noch windigen Sonntag lässt der Wind nachts nach, die Wolken werden weniger und es kann stark auskühlen, mit minus 1 Grad örtlich im Bergland und einem einstelligen Start in den Montag. Der Montag selbst wird von einem kleinen Tief bestimmt, das uns wechselhaftes Wetter bringt. Örtlich mit kräftigen Regenschauern und ab und zu ein paar Sonnenstrahlen. Bei Südwind fällt der Dienstag mit 12 bis 18 Grad sehr mild aus. Die Wolken machen häufiger der Sonne Platz und es bleibt trocken. Mittwoch bleibt ebenfalls trocken, bei einem Wechsel aus mal mehr, mal weniger Wolken und es wird noch etwas milder. So richtig goldene Oktobertage bleiben allerdings Fehlanzeige und trübes Wetter ist für viele eine Herausforderung. Deshalb wird sich Dr. Gerhard heute mit dem Thema Herbstblues beschäftigen. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Wetterlage am Donnerstag und die zeigt, dass die Westhälfte Europas und auch Deutschlands von Tiefdruckgebieten beeinflusst wird. Das Hochdruckgebiet, das uns mehr sonniges und ruhiges Wetter bringen könnte, bleibt zu weit östlich. Dadurch kein lupenreiner goldener Oktober. Kleiner Trost, es wird verhältnismäßig mild bleiben. So viel zum aktuellen Wetter und jetzt geht's weiter mit der Gesundheit und Dr. Gerhard. Ja, Inge, unter dem Herbstblues versteht man eine Stimmungsschwankung eines Menschen, wie sie jetzt im Herbst leicht auftreten kann. Es kommt zustande, der Sommer ist endgültig vorbei, es können sich viele nur schwer damit abfinden. Die Tage werden wieder länger, es ist um 17 Uhr oft schon dunkel, es ist kalt, es ist regnerisch. Also daher kommt dann diese Stimmungsschwankung, die an eine Depression erinnert, aber keine echte Depression ist, aber manchmal auch behandelt wird wie eine Depression. Wichtig ist zu wissen, dass das auch wieder vorbeigeht und dass man sich zunächst mal mit natürlichen Mitteln helfen kann. Dazu gehört frische Luft, gerade wenn die Sonne scheint. Die scheint aber nicht so oft, deswegen gibt es für diese Winterdepression, diesen Herbstblues, gibt es sogenannte Lampen. Kann man sich erkundigen, die sind gar nicht so teuer und kann sich dann jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde davor setzen, dabei die Zeitung lesen oder ein Buch lesen, das geht, nur eben in die Lampe, in das Licht der Lampe reinsetzen. Also damit wird das Sonnenlicht nachgeahmt, aber keine Angst, Sie kriegen da keinen Sonnenbrand, Sie werden auch nicht braun, das hat mit der Höhensonne nichts zu tun. Also das hilft, dann hilft wirklich sehr gut Spaziergänge draußen in der frischen Luft. Stramme Spaziergänge, man kann auch mal joggen, wenn das vertragen wird. Also nichts wie raus ist da ganz, ganz wichtig. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Dann, wenn es schlimmer wird, kann man sich auch von der Hausärztin, vom Hausarzt, kann man sich helfen lassen mit pflanzlichen Mitteln gegen Depressionen, gegen Ängste, Verstimmungen, die gibt es auch. Manchmal reicht das auch. Pflanzliche Präparate. Manchmal muss dann auch zu einem echten Antidepressivum gegriffen werden. Da muss man immer wieder sagen, Antidepressiva machen nicht süchtig, haben nichts mit Benzodiazepinen zu tun, die eben schnell süchtig machen können. Das ist manchmal erforderlich. Außerdem kann man selbst noch etwas tun. Man kann sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen. Man kann zum Beispiel ein Tagebuch schreiben. Wie es einem heute geht. Wenn man nächsten Tag das liest, hat sich die Situation schon wieder verändert. Denkt man, so ist es gestern gegangen, komisch. Heute geht es ja ganz anders. Auch wieder aufschreiben. Also schreiben Sie sich Ihren Frust von der Seele. Ist also etwas sehr, sehr Wichtiges. Dass man sich versucht abzulenken, klappt auch beim Herbstblues. Bei der Depression hilft das nicht. Also man kann mal mit seinen Lieben essen gehen,
Beim Italiener, da kommen so wieder Urlaubsgefühle hoch. Man geht in einen schönen Film, ins Kino oder man sucht sich ein schönes Fernsehprogramm raus. Man sucht sich einen schönen Film raus. Also man kann sich bei diesem Herbstblues durchaus auch ablenken. Aber Hauptsache, man tut etwas. Man geht raus, man schreibt das Ganze auf, liest es nächsten Tag nochmal durch. Man ernährt sich entsprechend, keine Riesenmahlzeiten, die einem satt machen bis zum geht nicht mehr, wo das ganze Blut für die Verdauung gebraucht wird, im Kopf fehlt es. Also leichte Kost, viel Vitamine, öfters mal am Tag was essen. Drüber reden kann man mit seinen Freunden, Verwandten über diese Stimmungsschwankungen. Und eins ist sicher, es geht wieder vorbei. Die Tage werden ja auch wieder länger. Ja? Wir müssen jetzt nur mal die nächste Zeit rumkriegen, dann geht es ja schon wieder aufwärts. Und wenn es gar nicht geht, Hausärztin, Hausarzt fragen. Man kann da auch mit Medikamenten, pflanzlich oder andere sogenannte Antidepressiva nachhelfen, die man später auch wieder absetzen kann. Und süchtig machen sie sowieso nicht. Ja, so viel zum Herbstblues, zur Winterdepression. Machen Sie es gut, eine gute Woche und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.